Ihr habt euch selbst übertroffen, meine Geister. Der Palast ist herrlich. Das heiße ich Temperament des Hasses. In einer Nacht haben meine Geister dieses Werk vollendet. Was ist sonst vorgefallen, Tophan? Habt ihr den Magier nicht gesehen? Nein, keinen der verhassten Brut. Merkt es euch, ich stelle den Haushofmeister des Fischers vor. Was glaubst du wohl, Tophan? Wird uns der Streich gelingen? Die Hölle geb's. Wie benimmt er sich? Sonderbar. Als er gestern Abend des Ringes Eigentümer wurde, befahl er den Furien, schnell diesen Palast zu erbauen, um seine Braut heute im Triumphe einzuführen. Wir anderen Geister mussten am frühesten Morgen mit ihm nach der Stadt, wo er mittags in einer glänzenden Karosse mit 6 Rappen bespannt, nach dem Haus des stolzen Bauern fuhren, um des Mädchens Hand werben wollte. Doch als man ihm berichtete, das Bauernvolk wäre samt dem Haus verschwunden, sah er lange starr auf einen Fleck. Dann befahl er uns, schnell zurückzureisen. Auf halbem Weg schickte er mich voraus, um hier alles zur Vermählung zu bereiten. Und Kraft des Ringes muss ich seine Befehle erfüllen. Dass er den Ring indessen nicht vom Finger zieht, verhüten die 9 Geister als sein Gefolge. Und hier will ich's verhüten, bis die Nacht erscheint und der Streich gelungen ist. Jetzt an die Arbeit! Komm mit mir! Ja, ja. Warum führst du uns vor diesen Palast, lieber kleiner Knabe? Wir sind am Ziel. Nur seid vorsichtig und verlasst euch auf Amor und die Geister. Ich bin nämlich der Amor. Ich sehe den Magier auch hier nicht. Er muss hier sein, liebe Zufriedenheit. Ich will ihn suchen. Vielleicht hat ihn sein Mut hinter eine Hecke getrieben. Schwester, wie soll das enden? Gestern Abend versprachst du mir, dass mein Karl mich zur Vermählung holen würde. Den ganzen Abend und die ganze Nacht warten wir. Vergebens. Erst heute Mittag kommt der kleine Knabe geflogen, bringt mir einen Brief. Und ohne ein Wort zu sagen, verkleidest du dich als Bäuerin und ziehst an der Hand des Knaben mit mir bis hierher. Ich kenne die Gegend, doch stand hier seine Fischerhütte und kein Palast. Was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Sei nur ruhig, Lottchen. Ich will dir den Brief lesen, den die Geister mir durch Amor gesendet haben. Hoch zu verehrendes Wesen, beneidenswerte Zufriedenheit. Der Magier Ajaxerle hat durch Unvorsichtigkeit die Zeit versäumt, sie und den Fischer abzuholen. Dieser befindet sich in der Gewalt des Hasses, der seine Hütte in einen Palast umzauberte. Reisen Sie daher schnell in Verkleidung an Amors Hamt nach seiner neuen Wohnung. Vor dem Hause wird der Magier Sie erwarten und Ihnen alles aufklären. Wir Geister dürfen uns dem Hass nicht nähern, sonst entzweit er uns. Nur die Zufriedenheit kann's mit dem Hass aufnehmen. Bis Mitternacht muss die Sache beendet sein. Ach, wenn ich nur Karl sprechen könnte. Oh, da kommt der Hass. Was wollt ihr hier? Euer Gnaden verzeihen. Wir sind 2 arme Verwandte des Herrn vom Hause, die zu ihm gereist sind, ohne von seinem Reichtum noch unterrichtet zu sein. Unser Bruder ist im nächsten Dorfe zurückgeblieben und wird gleich nachkommen. Es ist Betrug! Hier! Oh Himmel, wer beschützt uns jetzt? Still, still! Ich habe ihn schon verletzt. Was hat der Knabe gemacht? Er hat das Herz des Hasses mit seinem Pfeil berührt. Euer Gnadenbefehl. Nichts. Verschwindet. Hübsches Mädchen. Ich vergesse beinahe, dass ich der Hass bin. Nun, womit kann ich euch dienen? Wenn Sie uns nur ein kleines Plätzchen gönnen wollten, um dort die Ankunft des Herrn abzuwarten. Ach ja, wir bitten recht schön. Ihr könnt im Domestikengebäude dort auf ihn warten. Wo kommt ihr her? Aus dem Salzburgischen. Wirklich? Glückliches Salzburg. Das ist ein Kapitalmädchen. Es ist doch fatal, dass ich der Hass bin. Jetzt wäre ich viel lieber ein junger Salzburger. Tja, adieu. Schöne Salzburgerin. Adieu, schöner Salzburger. Vielleicht gelingt es uns, dir die Suppe zu versalzen. Komm, Lottchen. Ich bin doch ein miserabler Kerl. Was war ich und was bin ich jetzt? Anoschen,
So hört mich denn niemand? Hallo! Ja, wer lernt denn so entsetzlich? Der Aschenmann ist da, Herr Gnadenfreundchen. Sie werden noch nicht die Ehre haben, mich zu kennen. Ich bin ein Neicher, der Alte ist gestorben. Ja, ich hab's erst heute übernommen. Ich bitte um Verzeihung. Ich heiße Fortunatus Wurzel. Er ist der einst so fröhliche Bauer? Ja. Ich hätte ihn nicht erkannt. Ja, ich weiß, wenn man so ausschaut, da kennen einem die Weibsbüder nicht mehr. Nun, den haben die Geister schön zugerichtet. Was? Du armer Narr. Jawohl, bin ich arm. Und ein Narr bin ich auch gewesen. Wie alt bist du denn? Ja, ich hätte so in die 40er kriegen, aber die Zeit hat sich vergriffen und hat mir einen 100er aufgemessen und den hält der Zehnte nicht aus. Aber es geschieht mir recht. Warum bin ich kein Bauer geblieben? Dem Fischer da drin, dem wird's akkurat so gehen. Kennst du den Fischer? Ja, freilich. Er hätte ja mein Schwiegersohn werden sollen. Ach, wenn es ihm nur geben hätte. Verdauert mich. Bereust du, was du getan hast? Von ganzem Herzen. Beneidest du den Fischer um sein Glück? Ah, um gar los nicht. Ich kenne schon die Geister, die einem solche Häuser schenken. Heute Nacht, da haben sie es ihm aufgebaut. Von Diamanten und Rote Ruhm, glaube ich. Würdest du ihm jetzt deine Ziehtochter geben? Na, um keinen Preis nicht. Erstens, weil ich es nicht hab. Und zweitens, weil es mit dem Reichtum eine unglückliche Person wird. Wenn er aber wieder würde, wie er war. Ja, nachher sollte er es haben. Aber suchen muss er es zuerst, denn die, oh je, die ist vielleicht gar in der chinesischen Schweiz. Er wird sich finden. Und ist er ihrer Liebe würdig, so seid ihr alle gerettet. Und auch du wirst wieder glücklich werden. Ja, wenn das möglich wäre. Ja, ausgestanden hätte ich nur, aber was wissen denn Sie? Red mal lieber von was Gescheitem. Haben Sie keine Aschen? Ach, ich wollte, ich könnte schon die Asche dieses Schlosses in deinen Kübel leeren. Oh, meine liebe Mamsel-Kirchen, das war eine schöne Gegend. Ja, da ist die Fischerhütte gestanden. Da ist just ein Rosenberg drüber zaubert. Ja, der Gipfel, der ist gerade so hoch, als das Dach von der Hütte war. Gut, auf die Spitze dieses Hügels setze dich und erwarte meinen Wink. Siehst du die Sonne untersinken? Und ich habe dich noch nicht gerufen. So sieh es als ein Zeichen an, dass dein und anderer Glück mit ihr hinuntersinkt. Doch wirst du sie in unserer Mitte schauen, so geht dir eine neue auf. Dafür bürge ich dir mit meinem Wort. Oh du, mein lieber Himmel, was reden denn Sie für eine schöne Sprache? Euch wie ein verkleideter Professor. Gut, Sie sind kein Kirchen. Nein, das bin ich nicht. Was sind's denn? Das wirst du erfahren. Jetzt befolge, was ich dir befahl. Ja, ja, bitte, ich will es gern tun. Aber wenn ich etwa ein paar Monate da oben sitzen muss, bis mir rufen, so bringt mir der Hunger völlig um. Sagen Sie, haben Sie gar nichts für einen ausgrauen Magen? Warte, ich komme gleich wieder. Das ist eine liebe Person. Eine Perle, eine wahre Perle. Ja, wenn ein Herr so ein Köchin hätte, ja, das wäre manchem lieber als der geschickteste Koch. So, mein Alter, hier hast du eine Torte und eine Flasche Wein. Oh, vergelt's gut. Wie schön werfen Sie die Torten da in meine Buten rein? Die ist ja voll Asche. Ja, das macht nichts. Das ist gut für die Brust. Aber den Wein, den schütten wir vorn hinein. Oh, ich danke schön. Nun lebe wohl, tröste dich und hoffe. Oh, ich hab die Ehre, ich hab die Ehre. Wenn's nur nicht vergisst auf mich, dass ich etwa aufs Jahr um die Zeit noch da stehe. Ja, wegen meiner. Bleibe halt da, schau hinunter auf die Leute und wenn ich was deugert sich, so schreie ich halt. Hallo!